Gut, dann bin ich mal gespannt, ob Talach mithilfe dieses Trankes dann Nao sehen kann. Wow, you found out about it already? I don't know what to say. You tell Talach she's Duncan's story and hand him the holy potion of Limilark. Okay, I see. In the end, Mari is not part of this world anymore. Thank you, Laterne. Thank you for granting my long-standing wish. It doesn't matter if I can't talk with Mari. No, I mean now. If I can at least see her through this. If she can hear my story. I really don't know how to thank you for this. This is something I want to take care of the rest. This is something I want to take care of the rest of the way, so as for the ritual required to see her, I'll find out myself. I will never ever forget the good deed that you did for me. Is there anything else I can help you with? Okay, das war's dann. So. Was müssen wir nun machen? Wir müssen mit James reden. Turbo-Pferd. Gut. Price hat mir von dir erzählt. Du weißt, dass Macha diejenige ist, die der Armee der Finsternis ihre Kraft geliehen hat, oder? Ich habe mehr Informationen, falls du interessiert bist. James. James von Emain Macha. Da ist James. Dann reden wir mal mit ihm. Thank you for coming, Laterne. I was going through some old records and I noticed something interesting. It's about Macha's resurrection. I believe she has already been resurrected and is now waiting to be reawakened. Do you know how the tragedy of Emain Macha started in the first place? It all began when Esras ordered Redire to kidnap a former child. Also war das auch gleich Esras Befehl, dieses Kind zu entführen. Wovon wir ja in G2 erfahren haben, so am Rande. The Dark Lord's forces attacked Emain Macha in response, killing all those people in the process. All over one child? Jedenfalls hatte ja die Esras den Price Redire ja die Schuld an Ryans Tod gegeben, weil er ja dieses Kind entführt hat nach ihrem Befehl. Naja, Esras war sowieso ein bisschen komisch im Kopf. No, I believe that child is in fact the reincarnation of Macha. I've examined it from every angle and it's the only plausible explanation. Ja, und dieses Kind ist Triona. Und wir haben ja auch schon erfahren, dass die was mit Triona vorhaben. The child is the key to prosperity for the foremost. And of course, they couldn't leave her in the human hands. The broken stages are just the beginning. The foremost intend to revive Macha and set Erin ablaze. Warum hat eigentlich Esras das Kind entführen lassen? Was wollte die damit? Wusste die was von der Macha-Geschichte? That said, we still have hope. I checked the signs and I don't believe the child is fully awakened. If we can prevent her from realizing who she is, we have to either seal the child from the Formers again or learn what the Formers need to complete the awakening and take it from them. I have a request for you, Laterne. Share what I've told you with the priestess of Dumbarton. She's very knowledgeable in former matters. I'm sure she can point you in the right direction. Na klar, die war mal selber in Formor.
Turbo fährt, dann hoffentlich kriegen wir noch das Moongate. Ich schaue mir noch mal kurz die Quest an. Ja, mit Christel sprechen. Dupdidu. Okay. So, wir müssen jetzt herausfinden, was die Fomoren brauchen, damit Triona zu Macher wird, weil da muss man wohl so ein Ritual machen, weil ihr es einfach sagen, wird wohl nichts bringen. Das wäre ja zu einfach. Und dann müssen wir die Fomoren aufhalten, damit Erin nicht zerstört wird. Och du Scheiße, sind hier viele Leute. Okay, da ist das Spiel ein bisschen langsam. Hat es sich jetzt beruhigt? Die Grafik hat noch nicht vollständig geladen. Naja. Gut. Christel! I'm Priestess Christel. Nice to meet you. James sent you about Macha's revival, yes? You're looking for a way to stop the Goddess of Destruction from reawakening. Was wirft er mit seinem Goldbeutel herum? Das macht voll viel Krach. You tell Christel what James told you. A child former that is suspected of being Macha. I understand. If what James told you is true, then the child hasn't become Macha just yet. I remember hearing of an ancient spell that can transport a life force from one body into another using a medium. I don't know all of the details, but if you can find the medium and destroy it, then perhaps we can prevent the transfer from happening. That's all I can tell you. I suggest you pay the chief of Tyrconnel a visit. Meven tells me that he is very knowledgeable about such matters. I'm confident that this chief can give you some direction. Okay, dann zu Duncan. Oh, vielleicht kriege ich das sogar hin. Hm. Na. Turbo fährt. So. Ich sollte wirklich nicht auf dem vollsten Channel spielen, weil normalerweise spiele ich auf einem recht leeren Channel. Und dieses Mal wollte ich euch mal zeigen, dass das Spiel auch voll aussehen kann. Naja, das ist dieser Shopping-Kanal sozusagen. Und da sind die ganzen Leute AFK. Haha. Okay. Duncan. Warum steht da immer 19 Stunden und 0 Minuten? Egal wie viel, egal welche Uhrzeit, da steht, das Ei würde um diese Uhrzeit schlüpfen. Jedenfalls, das ist nur ein Event. Das hat nichts mit der Quest zu tun. Irgendein Event hier mit dem Phönix-Ei, das man zum Schlüpfen bringen muss. A form of life transferred into another body, and the priest of Dumbarton told you to talk to me about it? I think priest Meven is spreading some incorrect information. The reawakening of Macha does not involve a life body with a different spirit transferred into it. Like you said, it's more like a chosen body selected to be the medium for the spirit of the god and slowly becoming one with it. Of course, this process does not happen just like that. The medium used for that, the wisdom of the ancients, it's a set of stairs made with the power of magic made by the wise men from way back, climbed up as a godlike presence. Yes, it's
If it's used to reawaken the chosen child into a godlike presence, then it has to be the wisdom of the ancients. I'm sure you've noticed it by now. That's also how Nao also became the way she is today. If you have anything else to ask, let me know. Also, das Wissen der Menschen der Antike, das hat irgendwas mit zu tun, hatte man einen Körper, einen Menschen zum Beispiel, und man verbindet es mit dem Geist eines Gottes und dann verschmelzen die beiden. So, denke ich mal, hat er es erklärt. Und Nao soll das gleiche passiert sein. Und es gäbe irgendein Medium mit Treppen, irgendein Gerüst, Gestell, ein Objekt. Und das braucht man für diese Sache. Wir müssen jetzt wieder mit James reden. Gut, dann ab zurück nach Emalmacher. Tja, das heißt, Nao ist Mari plus irgendeine Göttin. Tja, irgendeine unbekannte Göttin. Dann mal werde ich schneiden, bis wir in mein Macher sind, weil ich werde einfach das Moongate benutzen und dann warten. Ich werde da nicht hinlaufen. Keine Lust, keine Zeit. Ich bin faul. Sollte mein Titel wieder ändern. Also bis dann. Der nächste Punkt in der Quest mit James reden. Mal gucken, was er zu sagen hat. What did you learn? Oh, ich habe irgendwie ziemlich viel Zeug bekommen. Kein Geld. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was soll ich jetzt machen? Hätte nicht drauf drücken sollen. You tell James what Meven and Duncan told you. Wisdom of the ancients, mortals transforming into gods. That's what's required of Macha's revival. Oh my. So that is what Esras was after. Wollte sie auch Gott werden, eine Göttin? The pieces are finally coming together. Esras unearthed Tabatas to obtain the wisdom of the ancients. Then she wanted to become a goddess herself. Tabatas is the guardian of the wisdom of the ancients. If she could control it, then that wisdom would have been hers. Alright, since Tabatas is nowhere to be found, it might already be in the hands of the Fomos. The wisdom of the ancient is called Liafail. If it's fallen into the hands of the Fomos, then we must either take it back or destroy it ourselves. Otherwise, Macha will be reawakened and hell will come to Erin. You must find out where Liafail is located. I hear that in Seo Island there's a former that actually speaks the human language. Ask it for directions to Liafail. Please prevent the resurrection of Macha. Now, it would be better to report this to my superiors. Good luck. Okay. Der hat gesagt, dass Liafail der Begriff ist für das antike Wissen. Ich habe nicht genug Geld für dieses, nicht genug Platz für dieses Zeug hier. Was lasse ich denn dafür fallen? Dieses Schild hier. Obwohl. Diesen Knochen. Okay. Was habe ich denn hier für ein Buff hier? So komisch. Ach so, das ist vom Knochen. Ich bin ja selbst blöd. Ich bin so blöd. Okay. Das war ein Knochen von meinem Knochendrachen. Wenn er stirbt, dann verliert er so einen Knochen und dann, wenn man dann so einen Knochen benutzt, geht die Angriffskraft für
eine Minute oder zwei höher für ein wenig. Okay, Lia Fail ist der Begriff für das antike Wissen und Esras, der ihr Golem Tabatas, ist der Wächter von diesem Wissen. Und weil sie Tabatas kontrollieren konnte, heißt das, dass Esras an dieses Wissen gekommen ist und das nutzen wollte, um selbst eine Göttin zu werden. Aber Tabatas ist verloren gegangen, irgendwie verpufft, nachdem ja Morgant drauf eingeschlagen hat. Naja, James hat gesagt, es ist wahrscheinlich jetzt in den Händen der Fomoren. Das heißt dann, die Fomoren haben Lia Fail und das Wissen, wie man einen Menschen zu einer Göttin macht. Okay, war das alles? Wir müssen jetzt herausfinden, wie man an dieses Wissen kommt, um die Fomoren aufzuhalten. Und wir müssen also mit Aiden reden. Okay, ich dachte, wir müssen nach Seo Island. Okay, wurde übersprungen, denn diese Quest ist ja von Muro. Und Muro ist ja der Goblin auf Seo Island. Der sagt, brauche unbekannte Fomor-Rolle. Jetzt sehr selten. Bring es und Muro wird dir sagen, wie man zum Lia-Pfeil kommt. Frag die Person, die viele Fomor-Rollen kauft. Er weiß, Muro. Er hat so wortarm gesprochen, darum habe ich das dann auch wortarm übersetzt. An Anna und Fomor Scroll? Why are you asking me about that? Well, there is such a scroll. There are many kinds of Fomor Scrolls, and there are some that we simply don't know the origins of. It's just that most of those Fomor Scrolls are so powerful that I make sure I get them as soon as they are found, so no one else can use them for evil. Why do you need such a scroll? You explain the situation to Aiden. So, the only way to resurrect Macha, the goddess of destruction, is through Lia Fail, and you need the unknown Fomor Scroll in order to find out where Lia Fail is, right? From here on out, I really want you to think twice when accepting requests from other people. I'm just really worried about you. You know that, right? Okay, kommt jetzt noch was? Oder muss ich klicken? Sag bloß, ich habe die Verbindung verloren. Ich hole mal ein Pet, denn der Pet weiß. Okay, ich habe nicht die Verbindung verloren. Aber ich kann nicht weiterklicken. Hallo. Ich habe hier diese unbekannte Fomor Scroll in meiner Tasche. Ich werde jetzt einfach meinen Client zum Abstürzen bringen, denn anders komme ich hier nicht mehr raus. Ich bin zurück. Also, ich hoffe mal, dass das Gelaber nicht so viel weiterging. Okay. Er hat mir also diese Rolle gegeben. Mal gucken, ob die Quest auch weitergeht. Okay, ich muss mit Muro auf Seo Island sprechen. Jo, also, er hat gemeint, dass solche unbekannten Fomor-Rollen gefährlich sein könnten und er sie deswegen sofort einsammelt. Und er hat dann von uns herausgefunden, dass man Lia Fail braucht, um Macha wieder auf diese Welt zu bringen. Und er hat gefragt, ob ich dann zu Lia Fail gehen wollen würde und hatte dann sich sehr große Sorgen gemacht und mich ermahnt,
dass ich mir das nächste Mal gut überlegen sollte, bevor ich irgendwelche dubiosen Quests annehme, weil Lia Fell befindet sich anscheinend an einem sehr gefährlichen Ort. Okay, dann mal sehen, was Muru uns zu sagen hat. Das sind noch eine Stunde im Spiel, die wir warten müssen, bis das Moongate offen ist. Ich denke mal, ich schneide einfach. Ja, und dann sehen wir uns bei Muru.